Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in dem in der C-Block Challenge. Und ja, ich muss so kurz die Musik noch anmachen. Haben eben in der letzten Folge so ein leichtes Wasserproblem hoffentlich gelöst. Ich bin mir noch ganz sicher, ob ich die Kreuzung gut gemacht habe. Die Kreuzung hätte ich auch so mit zum Tank machen können, so von beiden Seiten reinpumpen und mal gucken, was dabei kommt. Jedenfalls sollte das jetzt für ein bisschen mehr Wasser sorgen hier. Ja. Müssen wir mal gucken, wie sie es anlässt. Also wirklich, wir hätten diese Pumpen immer da drin lassen sollen und dann halt das Wasser dann wirklich sammeln oder sowas. Ne? Naja. Gut. Man lernt nie aus. Man wird alt wie eine Kuh und nicht immer noch dazu. So, hier wird ordentlich Mudwater, Wastewater. Nee, was ist Heavy Mudwater, ne? Wird hier fleißig abgeklärt. Gut, wir bauen momentan hinten noch ein paar Förderbänder und werden jetzt aber das ganze Konzept für die weißen Steine bzw. für das weiße Material hier unten in Betrieb nehmen. Warum so viel von dem Zeug, dass das hier drin liegen bleibt? Können wir mal rausnehmen? Hm, okay, können wir nicht. Können wir hier mal reinstopfen. So. Einfach nur. Wir haben jetzt noch Eisenplatten in Massen dabei. Die haben wir wahrscheinlich dabei, damit wir die hier oben unterlegen können. In unserer Fabrik, unserer kleinen. Ja. Das scheint hier gut zu funktionieren. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Flüssigkeit ist. Oh ja, davon haben wir noch genug. Alles klar. So, das Coolant wird aber bevorzugt behandelt, das haben wir gesehen. Das war auch wirklich ein reines Wasserproblem. So, hier brauchen wir dann. Okay. Gut, dann Wasser, nee, Eisenplättchen. Könnte man hier wieder gebrauchen, glaube ich, ne? Ja. So, ein paar Stück gehen da wieder unter. So. Und dann haben wir hier wieder Fabriken. 20 Stück haben wir schon wieder. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da haben wir 35 von. Das haben wir auch. Da müssen wir. Achso, hier wollte ich ja noch. Wieder. Wie viele Platten sind da drin? 800. Hier müsste ich noch ein bisschen Alumina besorgen. So, jetzt legen wir noch ein bisschen was raus, was wir jetzt gerade hier nicht in der Tasche brauchen. Und dann besorgen wir noch ein bisschen Alumina. So. Dann haben wir hier noch ein kleines Zwischenlager. Also gutes Alumina besorgen wir, wenn wir hier unten gebaut haben oder so. Also den setzen wir jetzt erstmal an. Und dann müssen wir jetzt ganz gut gucken, wie wir das ansetzen. Ah ja, genau, das Blueprint brauche ich ja. Das ist ja günstig. Ist es das, was ich brauche? Ja, das ist das, ne? Blaupause. So. Das müssen wir nämlich so dicht ansetzen, dass das quasi direkt. Nee, einen Platz darf es haben, ne? Einen Platz darf es haben. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal. Wie habe ich es da oben? Wo bin ich denn jetzt? Wie habe ich es da oben angesetzt? Da oben habe ich es nämlich ein zu tief angesetzt. Und da habe ich, glaube ich, zwei Platz gelassen, ne? Ja, da habe ich es unter der Straße angesetzt. Das war falsch. Das war leider falsch. Wir dürfen nur einen Platz lassen. So, dann müssen wir es jetzt noch ein bisschen ausrichten hier. Steht denn da wieder rum? Da stehen da noch Strommasten rum. Wer baut denn hier so, so die Stromleitung hin? Mann. Das ist ja fast nie auszuhalten, was. Ist eigentlich da der weiße Wasserbypass drin in dem. Ja, ist drin alles. So. Und dann machen wir jetzt mal hier eine neue Stromleitung hin. Erstmal wieder das Rodorda-Strom. Und dann müssen wir dann hier mal erstmal abreißen. Ich glaube, dann fällt da unten ein bisschen was aus an Logistiksystem, aber. Oh ja, da fällt eine Menge aus an Logistiksystem. Warte mal, das verkabeln wir dann mal hier hinten. Und hier haben wir nämlich auch schon wieder das Problem, dass wir dann die Wasserleitung eigentlich, ne, schon wieder zugebaut haben. Dass wir die Zuleitung Wasser wieder wesentlich länger machen müssen. Eigentlich reicht eine Pumpe für 6 von den Dingern aus. Theoretisch.
Na gut. Das ist nicht viel, ne? So ein Dreier-Karree. Eine Pumpe. Zwei Pumpen. Drei Pumpen. Ah. Drei Pumpen. Pumpen. Eigentlich müssten 7 Pumpen ausreichen, um hier genügend Wasser reinzudrücken. Das sind ja eindeutig mehr als 7 Pumpen hier hinten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Die müssten schon ausreichen, alleine um das Wasser für die bereitzustellen. Aber das ist wieder so eine Rohrgeschichte, nehme ich mal an. Gut, dann jetzt nochmal das Blueprint rausgesucht. Wo ist es denn hin? Da. So. Einen Platz lassen. Einer nach vorne und dann, hätte ich gesagt, klick, klick, glück. So. Das sieht doch schon mal richtig schön aus. Da kann auch was passieren jetzt hier. So, dann stelle ich hier unten schon mal, warte mal, ich habe noch hier Anbieterkisten, habe ich keine. Doch, da. Stellen wir noch eine Anbieterkiste hin. Wenn ich hier oben komme, ich ja eh schon nicht mehr richtig rumgelaufen, ne? Ich will eh schon umweg laufen. So. Stelle ich die da erstmal hin. So, und dann hole ich jetzt mal Material schon mal ran hier, damit die dann ein bisschen kürzer fliegen können. Wenn sie denn wollen. So, was fehlt euch denn jetzt da? Oh, ohne Ende, ne? Ja. So, habe ich denn hier oben schon? Das habe ich hier oben noch gar nicht. Das wollte ich hier oben auch noch einbauen, ne? Eine Rohrfabrik. Ich hier Rohre noch im System habe schon. Also hier hätten wir Rohre. Und da könnten wir eigentlich mal eine Anbieterkiste daneben stellen. Du machst einfach Rohre, ne? Du machst ja die Rohre dafür, das ist ja wurscht. Dann stelle ich hier mal eine Anbieterkiste daneben, so. Und sag mal einfach, die Kiste soll immer eine Linie voll haben. Und das Ganze muss dann die Arme. Oh. So, da rein. Das sieht schon mal gut aus, ne? Dann nehmen wir hier das ganze Brass mit und schmeißen das mal hier rein. Weil wir werden jetzt hier Brass brauchen. So, dann haben wir auch Rohre schon mal eine Anbieterkiste. Dann können wir nämlich noch eine Anbieterkiste können wir ja. Ah, warte, nee, da brauchen wir noch eine Anbieterkiste dahinter. Was bloß mit blöd mit dem Strommast. Der steht ein bisschen blöd im Wege. Den müssen wir mal versetzen, Nummer 1. Kann ich ihn einfach so versetzen? Upsala. Entschuldigung. Kann ich ihn nicht mehr versetzen, Nummer 1. Ich kann ihn mal nach unten versetzen. Nee, da steht er auch blöd rum. Von dahin muss ich hier oben reinsetzen. Gut, Strommast hin, Strommast her. Und du machst mir dann hier in eine weitere Anbieterkiste. Und alles schon rum. So. Ein bisschen Burstpipes. Das ist natürlich horrend teuer, aber was willst du machen? So ist es halt. So, aber dann haben wir hier die Rohre drin. Und dann müssen wir jetzt hier bloß einmal richtig uns noch mal voll holen mit Brass. Warte mal, die Brass Pipes kann ich jetzt mal da rein tun. Aber so eh denn hier verbauen, dann kann ich das jetzt erstmal nehmen und hier mit rein tun. Und damit rein tun. Und das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt kann ich hier sofort hin tun. So. Gut. Was ist hier los? Achso. Warum auch immer hier das nicht gezeigt wird. Naja. Gut. Wenn so ist, ist es halt so. So, wir holen uns jetzt noch einmal richtig schön mit Rest voll und holen auch die unterirdischen Rohre von da oben und die Rohre von da oben. Aber hier haben wir auch Rohre, die können wir hochholen. So, das können wir auch mitnehmen wieder. Ja, wir wollen Rest holen und wir holen uns jetzt erstmal das ganze Inventar voll mit dem Zeug. Gut, okay. Naja. Ist ja für einen guten Zweck. Achso, ich habe bei den unterirdischen Rohren natürlich noch gar nicht festgelegt, wie wenig ich da drin haben möchte. Also wie weit damit das da rein produzieren darf. Hat, bin ich hier durch. Dann haben wir das nämlich auch schon mit da drin wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Kann meine Robbys hier richtig loslegen. So, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Fressrohre haben wir mehr als genug. Und hier unterirdische Rohre haben wir auch mehr als genug. So, machen wir dann zwei Reihen voll und du musst hier auch zwei Reihen voll. So. Da geht doch was. So, dann haben wir jetzt heute keine meine Tasche. Macht aber erstmal nichts. Gut. Hier unten entsteht schon was. Oh, da entsteht schon richtig was. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Tanks stehen schon da. So, bei Pumpen, wenn wir Probleme kriegen, glaube ich, die müssen wir nochmal machen. Die Tanks könnten auch, glaube ich, ausgehen. Naja, gut, das werden wir dann alles sehen, was uns denn fehlt. Aber das sieht momentan ganz gut aus. Also, Flares, Pumpen und so eine Tanks fehlen uns. So eine Pumpe muss ich oben machen, ne? Mit Motoren und dem anderen Press. Könnte ich eigentlich mal 50 Stück mal schnell mal machen hier. In der Hosentasche. Dann haben wir das nämlich auch sicher. So, dann machen wir die Tanks noch. Und die Flares. Und die Flares, die gehen doch schnell, oder? Die kann ich doch bestimmt jetzt schon machen. Halt. Wo waren die denn? Da. Ja. Da kann ich mal. Machen wir mal 20 Stück von. So. Dann brauchen wir die Tanks. 9 Stück mache ich erstmal. Dann gehen wir Zielsteine aus und der Stahl. Und dann brauche ich hier oben mal. Gib mir mal. Habe ich noch Motorenteile hier? Da haben wir noch. Und dann machen wir Pumpen. Ich kann nur 4 Pumpen machen, weil ich nicht genug. Achso, warte mal, das sind die. Pumpe MK3? Ja, ist okay. Ist das so ein Pumpe MK3? Das weiß ich nicht. Oh, das W-Schnitt, das W-Schnitt. Kann ich statt C-Schnitt irgendwie hier in dem Blueprint, wenn ich da drauf gucke? MK3, alles klar. Okay. Ist Pumpe MK3. Muss ich überhaupt nicht den Titan holen? Ah, ein Problem. Danke, ich begrüße dich. So. Ah ja. Oh. Okay. Woran wird es denn jetzt scheitern hier? Pumpe MK2 braucht Pumpe MK1 und Eisenplatten. Ah, Eisenplatten. An Eisenplatten mangelt. Naja, gut, das ist ja jetzt, sagen wir nicht ganz so wild. So. Eisenplatten, her damit. So. Zack, dann machen wir die mal alle fertig. So, die Flares werden fertig gemacht, die Tanks werden fertig gemacht. Dann holen wir uns noch ein bisschen Stahl hier von der Platte. Upsala. Ich mir mal ein bisschen Stahl hier, so. Und dann holen wir uns noch ein paar Backsteine. Abbiegen, Backsteine holen. Backsteine holen. Und davon ein paar Tanks gemacht. So, wollen denn alle Backsteine wieder weg? Ich hab noch 6 Mal so ein Beton hier, ne? 34 Mal sogar. Guck. Sehr schön. So, dann war das nämlich auch los. Gut, ja. Jetzt wollte ich noch hier in meine sonderbare Kiste ein paar davon reinlegen, weil davon haben wir noch ein paar. So, die Flares haben wir auch schon ein paar gemacht. Tanks haben wir noch nicht, die kommen aber noch. Und Pumpen kommen dann auch noch nach. Alles klar, okay. Gut. Das heißt also, für den Bereich sind wir ja schon mal wieder fast durch. Dann haben wir ja da schon mal gut produziert. Hier müssen wir mal ein bisschen Konkret mal mitbringen, die Straßen wieder bauen. Dann müssen wir den Bereich jetzt hier machen und dann müssen wir mal Aluminium, Alumina oder was uns besorgen, genau. So, das müsste dann in unserem schönen Buch der hier sein, der ziemlich lang zwar ist, aber durchaus seine Berechtigung hat. So, die obersten müssen verbunden sein, ne? Dann müssen wir noch ein bisschen nach hinten. Eins zu weit, noch ein, so. Nee, die Verbindung brauchen wir also. So, was ist das Maximum, was wir da weg sein können? Das kann es durchaus sein, ne?
Wir haben doch hier ein Lineal und gucken wir mal auf den Monitor. Ja, das sieht ja gerade aus. Ich würde sagen, klick, klick, Glück. Witzig nicht. Will nicht. Ah ja, da hinten stehen. Stehen schon Strommasten rum. Naja, gut. Das müssen wir natürlich jetzt mal. Apropos Radaranlagen wollte ich auch noch weiter bauen, ne? Da MK2-Dinger, ne? Ich ja, Preise. Warte mal, wo könnte ich die denn durchlegen? Ach, weiß was. Wir bauen das einfach erstmal dahin. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass sogar das Ding im Weg steht. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. So. Oh. Map. So, ich habe das dumpfe Gefühl, dass das Ding sogar im Weg steht. Da war mal stehen geblieben. Nachdem ich der Niese so richtig durchgerüttelt hat hier. Jupp, das steht man ordentlich im Weg. Gut, dann müssen wir das mal hier auch abreißen. Was ist das eigentlich für eins? MK3. Kann ich da schon besseres machen? Hm, MK4 mit Prozessor, aber braucht man nicht unbedingt. Okay. Dann müssen wir hier mal irgendwo das Ding mit dran setzen. Ich denke mal, das werden wir auf den Weg stellen oder so. Und jetzt sollte. Oh. Könnte. Nee, die Stromleitung, die sieht zwar ein bisschen schief und krumm aus, aber es könnte gehen. Gut, dann probieren wir es nochmal. Setzen wir das hier nochmal an. Da hat's geklickt. Sehr gut. Also, hier geht's wieder los. Der Bau kann beginnen. Und dann gucken wir mal, dann machen wir jetzt das. Ja, das setzen wir einfach hier hin, ne? Oder? Warte mal, da ist. Hier mal so einen Durchgang gelassen. Ja, setzen wir einfach hier mit rein, das Radar-Ding. Wo ist das Radar-Ding denn hin? Oh, Radar. Vanirradar, Radulala. Auch da reinsetzen, hier haben wir noch Platz. So. Hier haben wir mal ein Radar rum. Nicht weiter schlimm. So. Gut. Da hat es dann auch Strom und alles, was es braucht. Und jetzt werden hier. Was fehlt euch denn? Rohren noch Pumpen, 11 Stück. Ja, ja, die habe ich noch. Momentchen mal. Ich habe doch bestimmt hier noch eine Anbieterkiste. Die kann ich hier doch hier auch noch an den Kopf knallen. Das ist eine Lagerkiste. Anbieterkiste wollte ich haben, so. Kann ich dir hier ja nochmal ein paar Materialien geben. Ein Tank ist fertig. Ein weiterer Tank ist fertig. Haben wir schon Pumpen? Guck mal, Pumpen. Es kommen jetzt auch Pumpen. Dann kommen die Pumpen an. MK3 Pumpen. Gut. Sehr gut. Ja, die Rohre, das wird ja nach und nach produziert, nehme ich mal. Ach, guck mal, wie schön hier. Das sieht so super aus. Das funktioniert echt gut. Bin ja hellauf begeistert. So. Und hier kriegen wir, glaube ich, ein Wasserproblem. Wie sind wir denn? Wieso ist das hier noch nicht zugemauert? Na gut, dann mauern wir das jetzt zu. Da hat man mir ja auch gesagt, dass man das lieber von Hand machen soll oder nicht. Mache ich das mal von Hand. Ich da mal durch, damit ich meine Roboter nicht zu sehr überanstrenge. Aber dafür habe ich doch so viel eigentlich davon. Nein. So, aber wenn wir das von Hand machen, weißt du, dann werde ich da mal jetzt einfach das mit dem Gras von hier zumauern. Das ist natürlich auch wieder sehr eigenwillig, ne? Das geht dann wieder nicht. Na gut. So. Machen wir da mal eine Grasfläche hin. Wird hier sowieso übergekachelt. Also. Das ist völlig wurscht. Ja. Ich wollte mir eigentlich ein paar Grünflächen lassen, damit ich hier vielleicht mal schön bauen kann oder so. Aber naja. Hm. Hat sich wohl verlaufen gehabt. So, dann drehen wir das mal hier. So. Kommen erstmal den Sand weg. So, und dann haben wir Gras. Sind auch in unterschiedlichen Ausrichtungen.
Das gefällt mir nicht so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, es geht noch größer, ne? Geht noch größer. Mal haben wir hier mal mit einem großen Pinsel lang und pflanzen mal ein bisschen Wiese. Ich echt noch nicht mal das Logistiksystem. Auch guck mal hier, da ist noch ein Würmchen. Ja, ja, dann wenn wir den mal entwurmen nachher, wenn wir eine Wurmkur machen. Oh, da gibt es auch welche. Ob die sterben wollen? Sonst haben sie es gemacht, ne? Das wollten wir noch nicht. War jetzt aber auch ein bisschen böse von mir, muss ich ja ehrlich zugeben. Jetzt hier zugemauert haben, dann reicht das aus für uns. Zumindest erstmal für den Zweck. Das ist erstmal ganz gut. Ausreichend. Aber die anderen, die werde ich wieder von den Maschinen legen lassen. Das ist ja wirklich. Mal nach Zahlen. Ja gut, es geht wohl doch schneller, als wenn ich das die Maschinen machen lasse, aber. Ist schon recht eintönig jetzt das Geräusch hier, ne? Aber gut, was soll's. Wir laufen das jetzt hier nochmal ab. Dann haben wir jetzt auch mal das ganze Gras aus der einen Kiste rausgenommen, dann kann da wieder was produziert werden. Das war's schon. Oh, da haben wir jetzt aber schon wieder jede Menge hier verbaut. Gehen wir nochmal da hoch, holen wir den nächsten Schwung. Können währenddessen schon mal die Flares und sowas alles noch in die Kiste legen. Ob ich da doch noch eine Kiste hingebaut, oder? Aber wenn ich bräuchte noch einen hin, ist ja kein Problem. Könnte man nämlich hier nehmen, noch eine Kiste. Ne, ne, da oben dran. Und dann kann ich hier nämlich schon mal noch die Flares reinlegen, die ich nicht brauche. Aber die Elektrolyse eigentlich auch. Was fehlt euch denn noch so? Oh, habe ich jetzt nicht Pumpen? Ja, Pumpen müsste ich ein paar Stück haben hier irgendwo. Da habe ich 4 Stück schon mal. Ja, schon mal 4 Stück weitergeben. So. Und dann holen wir da oben noch mal ein bisschen Graselwasel. 12.000 Gras haben wir und dann können wir noch unten uns so, gut, das nach unten holen. Das können wir noch. So, das nehmen wir jetzt da rein. Na ja, komm, dann kommen wir hier unten. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Insgesamt haben wir dann 17.000 Gras an Bord, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, oder 18.000 Gras. Sehr schön. Wir haben 18.000 Gras an Bord. Damit lässt sich doch da unten was ausmalen.
Hm. Was das jetzt hier ist, weiß ich aber nicht. Das ist entstanden. Naja, gut. Was soll's. Einfach nicht fragen. Ist halt so. Hier kann ich auf Gras nicht kacheln, ne? Das wäre natürlich eine große Witz. Nein, man kann auf Gras kacheln. So schön, aber naja gut. Also, dann haben die jetzt, was haben die, was brauchen die noch? Die brauchen nur noch Rohre, ne? Oder? Oh, das sind sogar noch ein paar Fabriken, die jetzt da auffallen. So, die Tanks hätte ich natürlich auch schon abgeben können, ja, bestimmt. Das hätte ich machen können. Nun gut, haben wir nicht. Ist das Radar dann eigentlich schon wieder da oben eingebaut? Ja, das hat schon wieder eingebaut. Wir müssen nämlich für hier unten noch wieder ein Radar machen, für da oben. Hier brauchen wir auch ein Radar schon wieder. Tja, bis in diese Höhe will ich kommen erstmal. Da kann ich dann auch alles rüberbauen. Naja, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es ein. So, jetzt kann ich natürlich den Dings nicht... das Blueprint gar nicht anwenden hier auf dem Bereich, weil ich ja hier jetzt alles schon mit Dings voll gemacht habe. Ich glaube, die würden den Sand dann trotzdem setzen wollen, wenn ich das mit dem Blueprint machen will. Jetzt habe ich die rausgelegt und ich weiß aber nicht mehr, wohin ich die rausgelegt habe. Sind wir aber mal die ganze Wiese losgeworden. Da haben wir ja jede Menge Zeugs von. Ja, so. Dann sind wir das wenigstens einmal losgeworden. Klingt auch ganz anders als wieder Sand, ne? So ein bisschen rastiger, so ein bisschen rutschiger. Das nur unbedingt schön ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, mal ganz kurz hier oben Ausräucherei betreiben. Oh, danke. Kümmert das nicht, dass ich euren Kumpel hier umgebracht habe, das ist auch gut. Ja, war schön cool, Leim. Das ist okay, so. So. Gut, dann so. Da geht's. Zurücklaufen. Also wir werden jetzt auch nur noch das machen, ne? Also wenn ihr jetzt irgendwas Besonderes erwartet oder so, es wird nur noch das kommen hier. Ich werde jetzt noch diese 17.000 Sand, die ich habe hier, die ja gleich gebraucht sind. Oder Gras. 18.000 Gras. 18.000 Gras schon wieder gelegt. Die werde ich jetzt quasi dann noch auslegen und dann werde ich hier erstmal eine Pause einlegen. Den Rest, den bauen wir dann später zu. Sieht ganz schön aus. Ist mal was anderes hier jetzt, ne? In dem ganzen Kram. Auf dieser Grenze bin ich lang gelaufen, weil dort quasi dann wieder mit dem anderen hier unten angesetzt werden kann und dann kann da Sand gelegt werden. Deswegen werde ich das noch vollfüllen, das vollfüllen. Hier müsste ich theoretisch auch die Grenze irgendwo finden, hier diese Hälfte. Damit ich da dann bis dahin noch Gras mache oder, na gut, jetzt mache ich eh Sand. Das ist eigentlich eh wurscht. Aber ich glaube, Gras habe ich so nicht mehr, ne? Grasboden habe ich, glaube ich, jetzt so. Ne, doch, da müsste noch welcher da sein. Ich habe ja Kapazitätsgrenze gehabt, nicht das, was aus der Kiste maximal rausgegangen ist. Naja, gucken wir mal, wie viel da noch da ist. Dann können wir noch ein bisschen Gras setzen und
Ja, in der Zwischenzeit können die hier bauen. Die brauchen ja nur noch Rohre und so ein bisschen Chemiewerke sogar. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber na gut, ja doch, da gehen einige bei drauf. Aber das werden wir dann alles noch nachproduzieren. Solange wieder über 600 steht, hat er noch richtig was zu tun. Und holt das noch von richtig weit her. Kann natürlich sein, dass jetzt da oben die Rohrproduktion gerade gar nichts macht, weil hier kein Brass mehr vorhanden ist. Ja, das ist dann natürlich schwierig. Dann müssen wir da mal Brass hinbringen. Alles klar, dann haben wir was Auftrag erkannt. Bringen wir erstmal ein bisschen Brass in die Brass-Geschichte wieder rein. Hier gucken wir mal, wie viel haben wir da noch drin? 1100 und da sind noch 6200, dann die können wir noch versetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo Gras schon hergestellt habe und das kistenweise mache. Und irgendwann die Kiste überläuft und ich mich dann wundere, warum irgendwas nicht mehr geht. Kann es garantiert irgendwo geben. Also solche Dinge haben wir bestimmt irgendwo noch eingebaut. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Die Runde Factorio ist dann zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und oder ein Abo. Dress ist da. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.